früher, wo ich mit dem Martin, der hier gearbeitet hat, der mich angelernt hat und mir das alles beigebracht hat und so, mit dem habe ich alles raussortiert. Wirklich, jeden einzelnen Pappescheiß haben wir da rausgeholt. Und dadurch macht der Chef auch nur Geld. Umso sauberer das Papier, umso besser natürlich die Qualität dann nachher. Wenn die kommen ja, das kommt alles ja zusammen in einen Becher, kann man sagen. In so einen riesengroßen Becher. Und da laufen Messer drin rum und die machen das zu einer Brühe. Und darunter laufen so Bänder, so immer versetzt. Die Flüssigkeit wird da drin aufgenommen, dann wird das gepresst. Und das wird dann wieder neues Papier draus hergestellt. Nur wenn da jetzt so braune oder schwarz viel dabei ist, dann kann das passieren, dass auf dem Blatt, das ist praktisch ein Wiener Vierblatt, dass da aber schwarze Punkte oder so sind oder braune Punkte. Und deswegen sortieren wir das aus. Also so denke ich mir das. Ja, mach das so. Lieber Chef. Stop, hard whip. Falter, wenn wir das einmal greifen können, dann ist doch kein Problem. Ist doch dein Geld, ich mein Geld. Wir hätten noch Hörtchen. 5 Minuten. Die ganze letzte Woche. Und jetzt steht die Presse schon wieder. Ja, die Stange tun wir jetzt wieder rein, die alte. Das sind 10 Tonnen. Ey, das sind 5 Minuten. Ich hab den lockeren gemacht. Kann ich das automatisch machen? Ja. Nummer. Dann lassen wir die Zeit. Wenn wir das jetzt gleich pressen, dann ist Holzstress. Dann müssen wir. Hi Papa, dann müssen wir die Pappe raussortieren. Also alles, was braun ist, muss raus. Ist natürlich, wir sind Wahnsinnsdreck, weil es regnet. Dann sieht man immer so schön aus. Aber wenn ich ganz ehrlich bin, nur 3 Stunden geschlafen. Der Jüngste von uns, der bekommt Zähne und so. Und der kriegt das nicht so. Also, er kriegt das stark mit, aber der schläft nicht viel oder so dabei. Der ist die ganze Nacht wach und wir wechseln uns dann ab, egal ob ich jetzt arbeiten gehe oder nicht. Meine Freundin geht zwar nicht arbeiten, aber die muss ja auch den ganzen Tag für die Kinder da sein. Und dann mache ich das so: stehe ich nachts um 4 Uhr auf. Ich kümmere mich um den Kleinen bis 6 Uhr und dann macht meine Freundin das, bis ich wieder aus der Arbeit komme und wechseln uns immer ab. Das hat halt immer ein bisschen auch für jeden, also für die auch Spaß macht, weil immer das Gleiche machen ist ja auch kacke. Andy, wir sehen uns morgen, ne? Ja. Komm, tu mal Hülsen schneiden. Freitag. Hülsen schneiden, ne? Samstag habe ich frei, ne? Denk dran. Du bist dran. Ich war doch dran am Samstag. Ich geb dir jetzt eine Kopfnuss, du. Dann weißt du, wer dran war. Jetzt haben wir ein Problem. Und zwar, meine Freundin ist wieder schwanger. Aber ungewollt. Und man weiß nicht, ob man das noch wegmachen kann. Oder sonst, ich bin eigentlich immer dagegen gewesen, um Kinder wegzumachen. Wer weiß, ob das hält oder so. Oder ob die noch von einem anderen Kind haben will, weiß man ja nicht. Ne? Ja, und jetzt müssen wir halt schauen, wie das weiterhin läuft. Ob man es wegmachen kann. Wenn ja, dann ja. Wir haben uns das richtig gut überlegt und alles. Und die Entscheidung ist gefallen, weil 4 Kinder sind mal hart. Jetzt ist es schon wirklich hart. Muss ich selber zugeben. Also, ich meine, bei uns
Zu Hause ist es normal, wie bei jeder anderen Familie auch, aber halt, wenn man so jung ist, kommt das schon mal krass rüber. Ja, ne? Bis nachher, Chef. Tschö! Bitte schön. Danke. Bis jetzt haben wir es ganz schön gut hinbekommen. Geht schon in den Kindergarten. Ja. Und sie geht jetzt bald in den Kindergarten. Dann hat man ja auch noch mehr Ruhe und ein bisschen mehr für sich auch. Weil ich und meine Freundin, wir haben eigentlich immer nur abends zusammen unsere Ruhe oder sowas. Oder dass wir uns richtig hinsetzen können und miteinander sprechen oder so. Das können wir nur abends machen. Was du? Bup, deine Puppe. Runterhalten, Henrik. Runter. Ja, guck mal, was du da gemacht hast. Findest du das toll? Ja, und warum machst du das dann? Warum machst du das? Tschüss, keine Antwort. Ich gebe auch keine Antwort mehr, wenn du dich was fragen tust. Lecker siehst du aus, also in der Nase. Schatzi. Ja. Ich war mit Katrin LKW von meinem Hänger. Mutter! Stell dich doch an der Kauf. Eine Antwort will ich von dir haben, Jung. Henrik, ich rede mit dir. Was wollte der Papa von dir? Hä? Dass du auf mich und die Mama hörst und keinen Blödsinn machen. Guck mal, wir lassen dich selbstständig werden, nur du musst das dann vernünftig machen. Okay? Okay? Ja? Ja, weißt du, was das Problem ist? Der Ballenzähler, der ist kaputt, Papa. Ja. Dann kann man die Ballen nicht richtig verladen. Also man kriegt weniger drauf. Papa, Papa, da kann ich kein Brett hinmachen. Da hinten mit rein, unten, das ist ja auch. Ja, gut. Das wurde ja schon gepresst. Und jetzt kommt das zu dem, wo er es verkauft hat. Nach China. Damit verdient der Chef sich dumm und dusselig.
So was fahre ich schon seit 32 Jahren. Das ist eine reine Gewohnheitssache. Das wird morgen früh nach Antwerpen wird das gefahren. Nach Belgien. Und dann kommt man vom Schiff nach China, ne? Ja, das wird in Container verladen und geht dann nach China. Weil die Chinesen, die haben ja sozusagen keine Arbeitslosen oder nicht die Maschinen, die sie hier haben. Wenn da ein Graben ausgehoben wird, für Rohre zu verlegen, da kommen da 1000 Mann mit Hack und Schaufel hin. Hier kommt einer mit einem Bagger. Ja. In China gibt man wirklich keine Arbeitslosen, ne? Ne, Papa? Ja, ich weiß es nicht, aber... Das vierte Kind. Mal derbe. Und wegmachen konnte man das nicht mehr. War schon zu spät. Wo drei satt werden, wenn noch vier satt. Auf jeden Fall. Haben wir letztes Mal noch drüber gesprochen, ne? Ja. Wir waren beim Arzt. Und der Arzt sagte, entscheiden Sie sich. Und dann wegmachen ist nicht mehr. Na, haben wir gesagt, dann kommen, dann behalten wir das. Wir geben das auf jeden Fall nicht ab oder so. Ich denke mal, er wird schon zu schaffen sein. Solange Arbeit da ist, Geld da ist, tut es das. Die Drähte reißen voll oft ab. Das ist schon schlimm im Moment. Obwohl das ja alles gemacht worden ist. Aber dann trotzdem noch. Also manchmal. Heute habe ich aber auch null Bock zu arbeiten, mal ganz ehrlich. Kacke. Ah, komm. Dann komm, lass mich mal rein. Ja, er kommt. Ja. Schön, Marco. Cool. Umschmeißen die Leute das Papier rein. Und das ist die Wand, die das Papier in den Container drückt. Das wird hydraulisch. Mit diesen zwei Trägern wird das dann gedrückt. Und dann sind da ungefähr 400 Bar, die da drücken. Oder mehr. Ich kann es einfach rein. Komm, es bist platt. Einsammeln und dann in die Ecke. Hey, der hätte ich nicht beim Schrei schlagen.
Und wie siehst du ihn drin? Papa, der Hänger! Zum Glück tanzen wir, ne? Jetzt müssen wir mal auf Seite gehen, kann sein, dass der Hänger umkippt. Vater macht das schon. Helmut, schau ab, ne? Mein Vater, der kann schon LKW fahren. Durch den hast du doch auch den Job, ne? Ja. Weil er nicht mehr mit ansehen konnte. Ich habe 270 Bewerbungen weggeschickt. Und davon kamen gerade mal zwei zurück. Das darf nicht wahr sein. Wenn man sich auf Alter verlässt, dann ist man verlassen. Die Dinger bist du noch am Rauchen. Echt? Boah, nee, weißt du, jetzt nicht einen richtigen Kippen zu holen. Die ist viel zu teuer. Nee, ich hoffe, die stoppt. Scheiße, hab ich keinen Bock, Alter. Weißt du das? Mhm. Hast du Trainingshose an, da fällt mir Glut runter, poff, direkt ein Loch drin, bist du am Ärgern, hey. Das geht, hab ich kein Problem mit, wa? Ich meine, auf der Arbeit habe ich eigentlich immer Päckchen Tabak so, wa? Auf der Arbeit. Mhm. Was machst du denn jetzt? Autoaufbereitung. Das ist cool. Ja, wenn ich Glück hab, krieg ich die Autofässernstellung, wa? Ja. Du Vollpfosten, Alter. Hast schon den Dreck eingerieben, mit der Aushilfszeit gearbeitet? Ja, du würdest mal gerne so arbeiten wie ich. Ende hier mit dazu, das ist nur eine Praktikumsstelle. Ey, ey, Show, ey. Wir sehen uns. Peter, wir sehen uns, ne? Ciao. Bleib anständig. Bestell zu Hause einen schönen Gruß. Guck mal, der Papa ist da. Und dann hast du aufgeräumt. Ja, das ist Ne, wir fahren nicht mit dem Fahrrad. Hast du heute viel gemacht im Kindergarten? Da. Guck mal, Amtsgericht Euskirchen. Weißt du noch, der mich vor 2 Jahren behandelt hat, der Arzt? Wann soll ich das denn bezahlen? Herr Marsch. Mama. Amtsgericht Euskirchen. Also das Geld war noch nicht drauf. Und jetzt? Was haben wir morgen? Morgen haben wir Feiertag, Schatz. Und morgen haben wir keine Knete in der Tasche. Aber wenn die das überwiesen hätten, dann wäre das drauf. Der hat das überwiesen, hat er gesagt. Mama! Und jetzt räumen wir hier mal was auf. Ich bin schon mal mit ihr ins Krankenhaus gegangen, hab die Pille danach und so geholt.
Ich war auch immer derjenige, der die zum Arzt oder sonst was hingeschleppt hat und geschleift hat. Weil die das von zu Hause, die kennt das nicht so wie ich. Das kommt mit leeren Wegen. Nicht hauen! Der weiß das doch noch gar nicht. Da musst du nicht vor dem rum. Nicht damit hauen. Das ist böse. Du musst den lutschen. Jetzt küsst du Stacy oder so. Wo ist der hin? Das tut man nicht. Hör auf damit! Nein, Henrik, bleib in deinem Zimmer. Für böse Kinder haben wir nichts übrig. Böse Kinder wollen wir nicht haben. Bist du nicht klein? Ey! Lutschen, der ist nicht zum Trommeln gedacht, Junge. Solche Aktion. Nein. War eine blöde Aktion, die du gemacht hast. Du sollst nicht immer sagen. Guck mich an, wenn ich mit dir rede. Guck mich mal an. Warum machst du das? Hä? Du sollst mich angucken, warum du das machst. Warum haust du den Papa? Und warum sagst du immer, tut man das? Ob man das tut, ich rede mit dir und ich möchte von dir eine Antwort haben. Nicht, kenn ich nicht. Ob man das macht? Guck mich mal an. Bäumchen. Bin ich denn blöd, merkt ihr das? Wut, weil er das nicht bekommen hat, was er bekommen möchte oder hätte gerne. Wir haben dem vorher alles gekauft, meinst du, wie viele Spielsachen hier drin waren? Von Fischerpreis und eine Eisenbahn, alles Mögliche. Ist er drauf rumgesprungen, hat gesagt, habe ich keine Lust mehr, schmeiß das durch das Zimmer, das hat er das Fenster aufgemacht, das aus dem Fenster geschmissen. Henrik! Da ist deine Spielzeugkiste. Tu deine Sachen da rein. Jetzt kannst du heute um 7 Uhr schon im Bett gehen. Nein. Ja, dann mach voran, ich sag's dir. Hier. Katrin. Du gehst heute 19:30 ins Bett. Ohne diskutieren. Ich gehe ins Bett. Ja, du wirst das schon sehen. Ich geh raus hier. Und ich gehe nach draußen. Katrin, aufräumen! Das ist halt in den letzten Wochen halt alles so krass für uns geworden. Weil wir auch so jung schon sind und dann so viel Verantwortung tragen. Jetzt müssen wir noch ausziehen, haben wir eine Räumungsklage bekommen. Obwohl kein Grund dafür besteht, weil die Mieten werden bezahlt. Und der Mann hat uns einfach angelogen. Der hat zum Beispiel gesagt zu meiner Frau, wo der das erste Mal hier war, hat er gesagt, sie brauchen keine Angst haben, sie müssen hier nicht ausziehen.
beim nächsten Gespräch war er hier. Ich habe schon fast die Türe raus, bevor da. Ich habe gedacht, geh, verpiss dich, lass mich schon wohnen. Wenn du dazu sagst, ich weiß aus sicherer Quelle, dass du ein Haus hast, dass du 3 Autos fährst, dann soll ich dir noch was erzählen. Guckt er mich an und sagt, wie ist der? Ich weiß auch, dass du steinreich bist und die Wohnung nicht für dich haben will. Füße beinahe. Ich meine, ich habe immer gearbeitet. Deine Füße. Immer, seit meinem 14. Lebensjahr. Ich habe also keinen Schulabschluss. Keine abgeschlossene Lehre. Aber ich habe schon viel gearbeitet. Und ich war schon viel unterwegs. Und hätte ich ein Auto, dann würde ich auch nicht so einen Drecksjob machen. Wenn ich einen Führerschein hätte, dann wäre ich bei meinem Schwager vielleicht als Makler oder so angestellt. Bei meinem Vetter. Und der ist der jüngste Steuerberater Europas. Mit 19 Jahren. Er war schon in den Urlaub machen und wenn er nach hier kommt, erzählt er mir immer davon. Ich denke nur, krass. Aber man weiß ja nie. Du bist auch putzen. Du bist auch putzen. Nein, du nicht putzen, Katrin. Du bist noch zu klein zum Putzen. Du brauchst das nicht. Ich bin nicht so klein. Ich meine, ich bin nicht doof, nicht dumm. Bin gut gebildet. Kann mir gut selber helfen. Auch Papierkram und sowas. So früher mit meiner Mutter und so. Das habe ich auch immer viel gemacht. Für meine Mutter. Und daher. Also ich finde das mal, wir machen das mal ganz schön stark zusammen. Jetzt wollen wir das Beste draus machen. Und noch weiter schauen. Vielleicht leben wir noch lange, vielleicht nicht. Wer weiß. Kann ja alles Mögliche passieren. Bitte schön. Fußball spielen jetzt? Sollen wir Fußball spielen jetzt? Zum Fußball? Ja? Spielen? Ja? Mit dem Fußball spielen? Ich hab gerade für die letzten 20 Euro noch eingekauft. Was hast du? Na, wir können schon kippen. Klar, Mama. Ja, zu essen haben wir alles hier. Okay. Ciao, Mama. Meine Mutter. Sie fragt, wie es mir geht. Kaputt hier, du Pfeife! Du Pfeife! Bong! Vollidiot! Vollidiot! Wir haben diesen Monat voll die Probleme gehabt, finanziell überhaupt.
bis jetzt hier hinzukommen. Weil ich muss noch 2 Monatsmieten zahlen. Und wenn ich dir diesen Monat nicht zahle, dann kann der mich direkt rausschmeißen. Und wir können da auch nur drinnen bleiben durch die Kinder. Hätten wir keine Kinder, wäre das alles was einfacher mit Wohnung suchen, schneller. Weil ich habe ja mit dem Vermieter auch gesprochen. So, und immer, wenn wir uns eine Wohnung gesucht haben oder so, ey, jeder Zweite hat gesagt, ja, dann nehme ich mir lieber Leute mit Hunden anstatt mit Kindern. Und da kriegst du so einen Hals. Und dann habe ich nachher keinen Bock mehr drauf gehabt. Jetzt habe ich meine Mutter suchen lassen. Die hat mehr Zeit und die hat was gefunden. Mal gucken, ob das alles so klappt, wie wir uns das vorgestellt haben. Ich denke mal so, kämen auch noch bessere, kommen auch noch bessere Zeiten. Vielleicht bin ich jetzt in einem halben Tiefpunkt, sagen wir mal so. Und ich probiere da einfach wieder rauszuklettern. Aber alleine ist das dort krass schwer, sag ich mal. Weil eben meine Freundin im Moment, auf die konnte man sich nicht richtig verlassen und so. Und ich stand schon ziemlich doof da. Und das, was die normalerweise machen muss, das habe ich schon mit 10, 9 für meine Geschwister getan. Bin sogar mit den Kindern einkaufen gegangen, so eine Scheiße. Die muss einfach mal mehr nachdenken. Weil wie soll ich das erklären? Auch wenn das scheiße ist, aber so wie die Situation ist, dann will ich wenigstens noch das Beste draus machen. Aber wenn ich sehe, dass ich nach Hause komme und da ist nichts getan, und vorgestern war das so schlimm, da war die noch am Pennen. Da kam ich rein, die Kinder waren am Schlafen. Anstatt die dann was macht. Nee, noch hingelegt. Entweder denke ich mir, die Frau will mich kaputt machen, oder die kommt mit sich selber nicht klar. Ich weiß es nicht, ganz ehrlich gesagt. Ich finde es nur unfair gegenüber dem eigenen Partner. Zum Beispiel, ich komme jetzt nach Hause und muss Fenster putzen. Paul ist der Ende nicht. Das hat er wahrscheinlich, die Eigenart hat er von mir geerbt.
der Marco weg ist, ne? Ja. Verdiene ich 300 Euro mehr, sag Walter. Oder 200. Und dann mach ich Führerschein. Und dann zeige ich euch allen, wie das gemacht wird. Labert das schön. Das, was ihr in 30 Jahren gelernt habt, das mach ich in einem. Geradeaus fahren kann jeder. Aber vielleicht kommt noch mal meine Chance. Hast du Leder? Mama! Ich bin nicht die Mama. Ja, Papa. Sag nochmal Papa. Ein Butterbrot noch? Mama. Von oben. Mama. Hm? Bitte. Pass auf, jetzt aber ich am Wochen wie alle von sechs wegkommen. Das ist immer jetzt am Abschluss. Waren wir ja gestern bei dem Amt, ne? Sagt die Alte zu mir, also die Pflegemutter, ne? Sagt die, guckt die mich an, sagt, ich kenne auch deinen Vater, deinen Onkel, deinen anderen Onkel. So, was hat das denn damit zu tun, dass sie mein Kind haben? Das ist mal scheiße. Das ist schon so, wie sie das gemacht haben, ist das auch scheiße. Sie haben sich nicht gemeldet, wo sie mit dem Kind beim Arzt waren. Und. Und wir sollten das schon vorher gesehen haben, habe ich gesagt. Das ist schon, das passiert nicht nochmal. Das Kind, das braucht in den ersten 3 Monaten die gewisse Fürsorge, die richtige Mutter. Ja. Die haben gesagt, wir bekommen Besucherrechte und. Das ist nie passiert. Außer gestern. So, und jetzt haben wir für am nächste Woche Dienstag einen Termin. 4:15. Und dann, ist immer so ein Problem, ne? Die Pflegefamilie, die bemüht sich zwar, aber ist nie der richtige Bezug. Ist nie der Bezug wie der eigentliche. Weil guck mal, die Geschwister, vor allen Dingen, das Kind hat ja das Recht auf Geschwister. Und wenn das Kind in einer Pflegefamilie groß wird, hat er ja seine Geschwister nicht mehr. Nee, nee. Es kann so chaotisch sein, wie es will. Kann auch für mich das asozial ablaufen, ist scheißegal. Hauptsache, man ist zusammen. Man ist zusammen in der Familie und hält zusammen. Ja, man kann nicht alles haben, ne? Andy, wa? Da sagst du was. Gut. Ja, gut. Ach, Emily müsste mit dem Jugendamt reden. Da. Machst du das oder der Emily? Machen wir beide. Was müsst ihr da machen? Das muss der Emily erklären. Was? Da ist die Musik. Wenn wir diesen Scheiß da nicht gemacht hätten, dann hätten sie uns alle Kinder weggenommen. Haben Sie das gedroht? Mhm. Dann habe ich gesagt, dann macht ihr. Ist so, wenn ich umziehe, kriege ich das Kind wieder, ansonsten zeige ich die an. Und dann können die erstmal das Jugendamt wieder eine dicke Plauze vom Staat. So gehört es aber auch. Wir sollen lieber bei Leuten gucken, wo die Kinder Scheiße und sowas fressen müssen oder so. Und dann frage ich mich ausgerechnet, warum die nach hier kommen.
Wie oft waren die denn hier? Die kommen jetzt, kommt jeden Tag immer eine Person. 2 Stunden. Und für geregelten Ablauf und so ein Scheiß. Alles zu der Alten gesagt. Ja, machen Sie das, wir machen das so lange mit und dann können Sie sich ja verpissen. Ja, wie sind Sie denn drauf, Herr Siegert? Ist das so, wie ich das sage? Ist so schlimm auch nicht, Ihr Kind weg nach der Geburt? Was würden Sie machen, wenn ich das machen würde? Guckt die mich an. Ja. Ich sag, können Sie. Und nichts dazu sagen? Dann sehen Sie mal, wie die Gefühle genauso sind. Was immer weh tut, ist das den Kindern immer zu erklären. Und das ist das. Weiß, man kann ja nichts machen. Ich hätte es schon längst gemacht. Glaub mal. Schon längst, aber. Und fragt die Katrin auch schon nach der Emily? Fragt die Katrin auch schon nach der Emily? Ja. Hm? Der ist das nicht so, du bist nur abends. Ja, abends kommt. Hendrik schon eher. Redet auch immer mit uns. Dann kommt die Emily nach Hause. Und die so wie ich schon gedacht. Ich frag mich, was der Vater Staat von den Menschen will und oder überhaupt. Seines Rechten bestimmt. Wie sollen wir mal 20 Millionen andere Jugendliche zeigen, die das machen? Da lass drauf haben, was wir drauf. Wie es mit Andi und seiner Familie weitergeht, zeigen wir nach den Nachrichten. Gleich hier.